lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei den Brawl Games und wir befinden uns wieder bei Search. Und ich habe eine andere Waffe ausprobiert. Wir hatten ja vorher einmal die Waffe. Bam. Aber jetzt habe ich hier, wir haben ja diese Blitzsicher bekommen, die einfach übelst geil aussieht. Und ihr seht, dass sie natürlich morpht. Aber verändert und die finde ich eigentlich ziemlich stark und die wollen wir eigentlich auch weiter zocken. Und ich speichere hier erstmal die Scraps. Ich habe noch 9000 mit der gesammelt, beziehungsweise 7000 haben wir jetzt dann verloren, also habe ich 9000 gesammelt und wollte jetzt eigentlich mich nicht so großartig skillen. Wir könnten natürlich hier noch mal das auf MK2 verbessern, ja, was dazu oder uns dazu bringt, dass wir immer eine gespeicherte Ladung haben, wenn wir aus der Dingsmaschine kommen, aus dem Medibay. Aber ich würde erstmal unsere Waffe verbessern, die wir jetzt momentan besitzen. Ja. Mark 4 können wir noch nicht machen, deswegen lassen wir es. Und da unsere Ausrüstung auch noch nicht so sicher ist, will ich da auch jetzt noch nicht verbessern. Wir haben natürlich jetzt schon die Helme hier alle. Tragen momentan den, der hat 17. Und ich weiß es nicht. Ob es vielleicht nicht viel besser ist, den roten hier zu tragen. Und die Schuhe hier zu tragen. Weil die machen 44. Ja. Braucht aber natürlich auch mehr Ausdauer. Und hat halt am meisten. Ich weiß es nicht genau, ob das so klug wäre. Und ich glaube, so viel Energie haben wir nicht mehr. Wir haben noch 32, wir könnten es wirklich eigentlich mal ausprobieren. Wir können auf jeden Fall zwei Arme herstellen. Also ich würde sagen, wir sollen uns natürlich dann noch einen Kopf herstellen. Arme fehlen hier. Bisschen mehr Schaden. Wir haben auch mehr Rüstung. Wir sind natürlich krasser gepanzert, wie ihr seht. Bauchrüstung haben wir noch nicht. Beine haben wir auch noch nicht. Okay, also sieht schon ein bisschen geiler aus. Und dann könnten wir uns natürlich noch ein bisschen aufleveln. Und auf 30 aufleveln, dann könnten wir nämlich noch ein Implantat ballern. Natürlich würde ich hier jetzt alle auf Ausdauer holen. Gucken, dass wir hier noch ein Implantat reinsetzen. Verlängert die Lebensdauer eines Akkus, verringert die Geschwindigkeit, mit der Energie fällt. Erhöht die maximale Anzahl um Omni-Zellen. Brauchen wir auch nicht, verringert die Akku von Gift. Verhindert den Verfall. Injektion. Ich würde nämlich noch eine Injektion rumballern. Und so sehen wir jetzt aus. Also richtig stark eigentlich. Weil ich auch schon Baba finde. Wir wollten hier auf jeden Fall eigentlich zum ersten Boss. Wollten wir gestern ja schon einen Stream machen, aber wir haben es ja einfach nicht geschafft, dahin zu kommen. Sind wir aber auf jeden Fall viel, viel stärker. Wir gehen natürlich hier durch. Und kommen hier raus. Ihr seht schon. Stärker und haben natürlich auch mehr Ausdauer jetzt. Ja.
wir füllen uns langsam auf. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ob es so klug war. Das Ding müssten wir eigentlich ausgeschaltet haben. Theoretisch. Und genau da ging es halt noch hoch. Die Waffe ist eigentlich ziemlich stark. Schade, dass wir die nicht übernehmen können. War ja vielleicht ein bisschen dumm jetzt den Akku rauszuhauen. Noch einer. Die sind übelst stark. Die Drecksviecher. Ihr seht, dass ich mit der Waffe auf jeden Fall viel, viel besser klarkomme und viel, viel stärker kämpfen kann. Als mit den Waffen davor. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich viel, viel mehr Schaden mache. Ups. Dann lassen wir doch zu Tor wieder runter. Ich denke nämlich, dass das der Zugang zum Boss ist. Jetzt bin ich gespannt, wie das fängt jetzt da wieder zurück hier. Ob die Tor denn schon unten ist oder nicht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ah, oh, das ist nervig. Wie ist das Nähefisch? So. Bannerbelohnung. 4000 haben wir jetzt bekommen dafür. Jetzt hat unser Banner, oder ist unser Banner erst gefunden worden. Ich hatte vorhin noch eine voll geile Position. Hä, was sind denn mit dem Controller hier? Oh Mann, mein Controller ist so kaputt, Alter. Ich muss mein anderer hier. Ich muss mal kurz meinen anderen Controller anmachen. Und dann wieder den anderen. Weil der richtig rumbackt. Was sind das, Alter? Richtig behindert. Richtig behindert. So. Aber wir müssen den Banner nochmal schnell neu platzieren. Dann machen wir jetzt gut. Hier. Wirklich an der Ecke. Man kriegt halt dadurch, dass der Banner erfunden wird, sozusagen Punkte. Je später halt gefunden wird, umso mehr Punkte kriegt man, das ist natürlich klar.
Das ist ziemlich angenehm. Das ist ein bisschen fair gewesen, Leute. Das war wirklich fair. Das ist ärgerlich. Ja, meine Controller sind halt kaputt. Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Controller. Genau, warte, ich muss hier noch kurz Bescheid sagen, dass ich live bin. Ansonsten, Digga, ich bin gerade live auf Twitch, also check Twitch aus, Brudi. So, ich finde unseren Helden schon ziemlich geil, ich würde halt die Rüstung komplett machen. Hi Philipp, komm zum Livestream. Und war jetzt ja mehr als fail, dass ich hier runtergefallen bin. Und ihr merkt schon, dass ich nicht so geil... Ich bewege. Schwierig. Alles klar bei dir, Digi? Ja, es geht. Geht mir nicht so gut, aber scheiß drauf. Kann ja Kinder dann verletzen. Naja, mir geht's ganz okay. Versuche hier gerade ein bisschen zu zocken. Wie sagt mein Controller, warte. Der lädt halt nicht mehr richtig auf. Was halt kacke ist, weil dafür sorgt, dass ich leider einen Controller zocken muss, der mir nicht so lieb ist. Na, jetzt lädt er wieder auf. Was ein bisschen nervig ist, und der Controller hier, den schwarzen, den ich habe. Sozusagen den Controller, den ich ja zu der PlayStation gekriegt habe, und der ist mega alt. So. Geht jetzt hier mal hoch. Deswegen läuft eigentlich. Alles gut. Den Kopf ab, oder hier. Das hat man denn ja nicht gesehen, so schön. Ist egal. Okay. Ja, schmeiß deine Granaten. Zerstückelt, aber. Annäherungsminen. Da muss ich hin. Terminal Z. Ach, da. Sie fragen, ob ich durchfallen kann. Also ja, kann ich bestimmt. Und ob das eine gute Idee ist. Schlafen. Kannst du mich verarschen, Alter? Ach, das verleckt mich. So fucking schwer, Leute. Und wir wissen immer zum Boss, vor allem den ich gleich besiege. Schnell,
vielleicht sollte man wirklich updaten. Die Sache ist halt, dass das natürlich auch die schwere Rüstung ist. Seit die Goliath-Klasse so. Ist klar, dass sie schwerer ist. Ich habe halt übelst den Schutz, aber ich bin viel zu langsam eigentlich. Wisst ihr, Leute? Ja, das ist halt ein bisschen nervig. Und dafür haben wir jetzt eigentlich den Überausdauerbalken und haben auf jeden Fall jetzt. Obwohl ihr der Wahrheit des Funkens glaubt. Weggeputtert. Was, Alter? Stehen hier drei rum, ja? Ich verarsche was. Da muss ich den da unten kaputt machen. Boah, was? Noch ein Rachefeind. Willst du mich verarschen, Alter? Oh nein. Rachefeind heißt, dass der extrem stark ist. Zu wenig. Oh, nice, Alter. Oh, geil, Alter. Rachefall. Bringt immer übelst viel Punkte. Sehr schön. Sehr schön. Was, Alter? Wo heilt er sich denn? Der Wichser. Besser. Da heilt er sich einfach. Besser. Dann zieht er jetzt erst. Durch alle. Guck mal, was da hinten noch lauert. Das ist schon krass umfangreich, die Tür. Man kann übelst viele machen. Thank you.
hier ist anscheinend Dom des Funkens. Okay. Wir gehen jetzt mal rein. Vielleicht ist da Medibay. Was ist ein neues Gebiet? Vielleicht brauchen wir die krasseste Ausrüstung, vielleicht auch nicht, liebe Leute. Schauen. Der Party kommt auf jeden Fall auf YouTube raus. Die letzten 10 Tage habe ich das auf YouTube gestreamt und hat auf jeden Fall übelst Bock drauf, mit zu zocken so. Eigentlich ist es auch ganz vernünftig. Oh, das kostet halt voll an, Alter, dass sie so fucking schwer sind. Ich bin tot. Sieht mich denn hier an die ganze Zeit? Ah, hier brauche ich diesen Kletterhaken, den krieg ich wahrscheinlich erst vom ersten Boss. Alter, so ein Kaffee. Okay, gut, dann hat sich das auch erledigt, dann kann ich hier auch jetzt schon abhauen. Was behindert. Wir müssen uns wirklich an den ganzen Schweren vorbeikämpfen. Aber wenn die mich treffen, ist auch kacke. Man kann ja nicht drei gleichzeitig bekämpfen. Und jetzt ist eh die Frage, wie komme ich wieder zurück? Leute, wie komme ich jetzt da wieder zurück? Ich komme ja nicht mehr hoch. Wir sind auf jeden Fall unten im Port nächsten. Und ja, versuchen wir jetzt den Hafen irgendwie klar zu machen. Und im Terminal Z ist auf jeden Fall ein Endboss. Little Johnny heißt er. Und den versuchen wir heute zu ficken. Problem ist, da erstmal hinzukommen, ist verdammt schwierig. Achso. Okay, hier.
Was wir jetzt machen, ist, wie es geht, auf jeden Fall uns komplett mal hier. Wir verballern mal jetzt den ganzen Schrott, den wir haben. Meine Hunden sind hier. Ich bin Celeste, eure Materialien. Obwohl ihr der Wahrheit des Hundes glaubt. Die Waffe ist geil, aber ich muss sagen, die Rüstung ist jetzt geil. Also ich will dann lieber was nicht von der Goya-Klasse, das war ja... Die sind auch geil, aber die Sentinel... Ihre Angriffsgeschwindigkeit minus 5%. Minus 12 Ausdauerverbrauch, Ausweichen, minus 12%. Das ist die Frage, ob sich das so lohnt. Zwar nicht so viel einstecken, aber wir können schneller austeilen. Die Clubständigkeit ist in dem Spiel sehr, sehr von Vorteil. Also müssen wir darauf achten, du hast halt sau viele Sachen, auf die du achten musst. Und gleichzeitig ineinander greifen. Das ist teilweise auch gar nicht so einfach. Nachteil von der scheiß Goya-Klasse. Okay, gut. Dann muss ich mal schauen.
seht ihr schon den Boss. Der Vieh hat sich da hinten bewegt. Der ist aber auf viel Power, oder was? Alter. Oh, shit, Alter. Okay. Schaffen wir vielleicht doch den ersten Boss noch. Also, ja, ob wir den schaffen, ist eine andere Frage. Ihr müsst zum Glauben zurückkehren. Mutter, ich hab ihr das Sagen und ich weiß, was ich tue. Du solltest mir ausnahmsweise mal vertrauen und mir das hier überlassen. Die Eindringlinge sind jetzt. Wir müssen uns wieder vereinen. Es ist kein Drogenbaron, sondern mein Sohn. Ein Erbe des ewigen Funken. Solltest du weiter auf diesem Pfad wandeln, jetzt werde ich dich nicht mehr vor dir schützen können. Ja, Mutter. Du hast recht, Mutter. Stell noch heute die Aufgabe von Okay, war ein bisschen dumm, dass ich gleich hier weggebumst hab, so, aber... Injektion ist nicht verschwendet, nicht verkehrt. Wie immer. Genau. Wäre natürlich richtig geil, wenn wir jetzt einen Shortcut öffnen. Und es sieht so aus, als ob wir einen Shortcut öffnen. Schaffen wir den Boss, wir gucken uns jetzt den Boss mal an. Ich denke, dass wir, ich hoffe, dass wir da jetzt gleich hinkommen. Achso. Boss, was machst du denn? Scheiße! Ich hab so satt, dass sie mir sagt, was ich zu tun habe! Little Johnny wird langsam wütend! Was ist das für eine Lebensanzeige da oben? Thank you.
Vollgas, Mann. Soll ich den Boss entwickeln, Alter? What? What, Alter? Was ist das für ein krasser Boss, Alter? Wir haben hier auf jeden Fall jetzt mal gesehen, den Boss. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Respekt. Ich nutze mal kurz die Tiergruppe zu gucken, wo das geht. Muss man nicht mit so vielen Punkten zum Boss rein. Was, Alter? Was sind die los? Hier stehen nochmal übelst viele Viecher. Alter, Digga. Falsche Richtung. So, wir gehen jetzt noch einmal zum Boss. Versuchen wir den irgendwie ein bisschen weit abzuziehen. Ich sehe da auch durch seine Lebensanzeige gar nicht durch. Mann, Alter! Du Drecksvieh, Alter! Mensch! Das ist besser. Mann, ey. Oh, jetzt hat er sich zweimal geheilt. Sollte doch gar nicht, Alter. Zu.
Chris. Ah, okay. Okay, krass, Leute. Der ist ein bisschen too big. Leute, dann wartet erstmal von den Brüder Games. Ich danke euch natürlich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin erstmal raus. Dann war das mal von mir. Ich will jetzt mal ein bisschen chillen und vielleicht zügen heute Abend nochmal. Auf jeden Fall morgen. Morgen werde ich den Rainbow zocken. Dann war das mal von mir. Peace out. Wir haben uns den Boss auf jeden Fall erstmal angeguckt, aber leider noch nicht zerlegt. Aber ich glaube, es ist ganz einfach. Theoretisch, wir müssen ja bloß die Kühlkammern zerstören, dann überhitzt er. Und ist halt tot, der hier. Peace out.